Lieber Ingo, hallo liebe Paddleboard-Gemeinde. Heute habe ich ein Paket bekommen aus Bayern. Da steht zerbrechlich drauf. Das kann nur mein Wichtelpaket sein. So, jetzt im Normaltempo weiter. Die Brille habe ich auf, weil ich habe einen Brief bekommen. Hier, jetzt drauf. Hier ist ein Brief drin. Von Ingo, ein sehr netter Brief. Mit den besten Wünschen und mit den Ankündigungen, was in diesem Paket drin ist. Ich finde es richtig gut. Ich weiß ja jetzt schon, was pedalmäßig drin ist. Das passt richtig gut. Aber es ist ja noch viel mehr drin, wie ich jetzt hier so auf den ersten Blick sehe. Ein Nikolaus. Wunderbar. Noch mehr süß. Salziges. CD-mäßiges. Mit einem guten Leitspruch auf der Rückseite. Keep calm and banish depression. Die Band heißt Funny Farm und ich denke mal, das ist die Band von Ingo. Das ist 2005, schon ein bisschen her. Das höre ich mir gerne an. Und jetzt noch eine CD von The Heartbeat Agency. Mighty Steel Leg Experience. Oh, es klingelt an der Tür, der Postbote. Vielleicht kriege ich noch ein Wichtelpaket. Bis gleich. So, weiter geht's. War kein Wichtelpaket, hätte mich auch gewundert, denn ich habe ja nur einen Wichtel. Also, wo waren wir stehen geblieben? The Heartbeat Agency. Ich nehme mal an, Ingo hatte auch irgendwas mit zu tun. Das werde ich dann sehen, wenn ich die aufmache. Oh. Das könnte ein Nikolaus sein, aber dafür ist es zu schwer. Da das Paket aus Bayern kommt, ist da bestimmt etwas Flüssiges drin, mit Glas ummantelt. Ich bin gespannt, deshalb, weil ich Bier sehr mag und ich bin auch in einer Bierstadt aufgewachsen, in Bitburg in der Eifel. Also, da freue ich mich immer, wenn ich Bier sehe und trinken kann, das ich noch nicht kenne. Und dieses kenne ich nämlich auch nicht. Das nennt sich Wildbräu. Urbayerischer Biergenuss. Freue ich mich sehr drauf und freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank. Jetzt hier drin ist Fox und Boss. Friedlich vereint. Boss TO3, super, den kann man immer brauchen und ich brauche den tatsächlich gerade im Moment besonders, weil ich mir ein reines Boss-Board zusammenstelle, bei dem tatsächlich nur noch der Tuner fehlt. Als ob du das geahnt hättest. So, und hier haben wir Fox, Steve, Joe Satriani, Saturator, ein super Pedal, hatte ich schon mal vor vielen, vielen Jahren und jetzt habe ich es wieder und ich finde, es ist ein richtig gutes Pedal, richtig gute Sounds und ja, Satch wusste schon, was er machte, ne? Als er das designt hat. Also, Ingo, vielen, vielen Dank für dein Paket, ich habe mich sehr gefreut, alles war passend. Ich kann auf jeden Fall etwas damit anfangen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.